Ja, moin moin, Hocker Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt. Beziehen vom Leseschatz, ein neuer Lesetipp von mir. Ein Buch, was jetzt greift, in einer Zeit, wo es nicht richtig möglich ist, die Welt zu erkunden, zu reisen oder fremde Menschen zu besuchen, also das neue Freunde kennenzulernen. Matthias Politiki, das kann uns keiner nehmen. Matthias Politiki ist ein weltoffener Mensch, der auch viel reist. Und so haben seine Romane auch immer wieder Bezug zu das, was man großer Literatur einfach zuschreiben kann. Man lernt durch ihn Menschen kennen, aber auch man reist mit seinen Büchern durch fremde Welten. Das Tolle an der Geschichte ist aber auch, dass Matthias Politiki immer einen persönlichen Bezug dazu hat. Er ist selber, wie ich schon gesagt, sehr, sehr weltoffen und hat auch alles das, was er hier eigentlich beschreibt, selber mehr oder weniger erlebt bzw. bereist und kann einfach aus seinen Erfahrungen schöpfen. Und das merkt man seinen Büchern einfach auch an. Bekannt geworden ist er, also jedenfalls bei mir, mit seinem Weiberroman. Das war jenes Buch vor langer Zeit, wo halt mit den geschwärzten Stellen, das fand ich damals unglaublich witzig. Dann Samarkand, damit ist er ziemlich bekannt gewesen. Das war ja auch ein Roman, wo es auch um eine Reise ging. Jetzt halt wieder bereisen wir mit Politiki Afrika. Hans, ein weltoffener Hanseat, besteigt den Kilimandscharo, möchte dort in dem Krater auch übernachten. Die meisten reisenden Touristen beklettern den Kilimandscharo, machen ihre Fotos dort oben, verweilen kurz und klettern wieder hinunter. Er nicht, er möchte halt jene Nacht dort verbringen, das heißt, er möchte den Berg für sich komplett aufnehmen. Dummerweise begegnet er dort in dem Krater unten Charlie, ein Urbayer, der aber irgendwie auch sehr, ja, mit Phrasen daherkommt, ziemlich salopp ist, auch ziemlich buschikos ist, ab und zu auch rassistische Äußerungen macht. Charlie einfach sich auch selber so nimmt, wie er ist und auch das gar nicht in Frage stellt. Und diese beiden komplett fremde Charaktere treffen nun aufeinander im Krater des Kilimandscharos und durch einen Schneesturm, der sie nachts überrollt sozusagen, werden sie schon anfänglich aneinander gebunden. Das zieht sich im Folge des Romans auch weiter zu. Die beiden lernen sich kennen, öffnen sich füreinander und natürlich hinter der Schale von diesem Charlie verbirgt sich natürlich mehr eine traurige Geschichte beziehungsweise eine Geschichte, die der Leser auch entdecken soll. Es ist ein Roman, der mit einem Reisebericht daherkommt, also ein Kilimandscharo geht weiter nach Tansania. Besteht natürlich im Vordergrund zwischen dieser Freundschaft zwischen den beiden, die ja entsteht, die aber auch viel mehr zulässt und die Raum gibt. Gleichzeitig liest sich das Buch wie ein Reisebericht. Also Politiki versteht es einfach auch, die Menschen bzw. die Landschaft so zu beschreiben, dass man das Gefühl hat, man reist mit ihm durch diese Welten. Das finde ich, macht er immer wieder großartig. Kann mich da gut abholen. Es ist ab und zu ein bisschen sehr maskulin geschwängert. Aber es ist ein großartiger Roman, wenn man wirklich mit dem Kopf, mit der Literatur reisen möchte. Und daher bietet sich das Buch großartig an. Natürlich, was ich schon gesagt hatte, es verbirgt sich zwischen den beiden Charakteren natürlich mehr. Diese Oberflächlichkeit, die vermeintliche Oberflächlichkeit, die dieser Charlie verkörpert, ist natürlich eine Schutzmaske, die langsam gebrochen wird. Und so tauchen wir auch ein in die Charakterisierung unserer beiden Helden, aber auch gleichzeitig in die Landschaften. Also, ein Lesetipp, Matthias Politiki, das kann uns keiner nehmen, im Hoffmann-Kampel Verlag erschienen. Ich wünsche erlesene Stunden, bis bald. Hauke Harder von der Buchhandlung Almut Schmidt, bis in die Leseschatz. Tschüss!